Moin moin Leute, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge in meinem Missionsguide. Heute zur dritten Mission. Und ihr seht, sind wir auf Port Olisar und schauen jetzt mal in die Mission, was es gibt. Wir nehmen heute auf alle Fälle wieder eine Delivery Mission, denn das sind erstmal die, von denen ich mir gedacht habe, dass sie für den Anfang jetzt mal schön einfach sind und auch ein wenig Geld einbringen können. So, als erstes auf dem Missionsmanager. Schauen wir mal, was hier geht. Was haben wir denn? Ja, da haben wir doch schon gleich eine gute gefunden. Wie gesagt, der gute Herr der Ling-Familie von einem Transportunternehmen, was hier ansässig ist im Zader, schreibt, dass seine Schwester, die Conny, das eigentlich immer macht. Er hat noch nicht so den richtigen Kopf gefunden, um ihr System hier zu durchschauen. Und hat anhand einer Rechnung herausgefunden, dass ein Paket ab, also eine Ladung von 3 Paketen auf Daimar abzuholen ist. Und davon sind dann diese, also diese 3 Pakete sind dann 1 nach Celin und 2 nach Jela zu bringen. Das ist also nicht so der Riesenaufwand. Und da schnappen wir uns die Mission. Und ein Flieger, den wir dafür nehmen, sollte, sag ich mal, also eine Aurora geht dafür, weil sie einen kleinen Innenraum hat, wo man was hinstellen kann. Eine, was haben wir denn hier noch? Ja, eine Eclipse geht nicht, weil sie hat keinen begehbaren Innenraum und auch keinen Laderaum. Eine Sabre auch nicht, weil es auch ein kompletter Fighter in diesem Sinne ist. Eine Vanguard Sentinel würde gehen. Eine Hawk wiederum nicht. Also kann man so direkt sagen, Fighter ohne irgendeinen Laderaum, der begehbar ist, ist eine solche Mission nicht für möglich. Ja, selbst mit der Mol könnte man das machen, weil man kann das Paket mit reinnehmen. Oder die Caterpillar, aber ein bisschen groß die Schiffe dafür. Und was nehmen wir mal? Ach, mein Lieblingsanfängerschiff. Nehmen wir die Avenger Titan. So, einmal das Schiff spawnen. Habe ich irgendwo gesehen, wo gekommen ist. Auf der 2 steht's. Wir haben keinen Helm auf. Setzen wir den Helm schon mal auf. Gegen uns. Während der Helm kommen soll. Am Ader ist er. In Richtung des Schiffes. Oder Nase zu. Gibt es doch nicht. Auf zur 2, da steht dann auch klar. Wie gesagt, der Vorteil der Avenger ist, dass sie einen bequem begehbaren Laderaum hat. Das heißt, wir haben hier einen riesen Platz für diese 3 Pakete. Wir laufen nicht groß in Gefahr, dass wir ein Paket verlieren, weil es herausbacken könnte. Darum ist das Schiff für sowas schon ganz, ganz nützlich. Und es hat auch den Vorteil, dass es ein bisschen stärker bewaffnet ist als die Aurora zum Beispiel. Starten wir den Vogel mal.
richten uns zum Zielpunkt aus, wo es hingehen soll. Timer. Und springen ihn einfach mal so an, wenn wir mit Spulen fertig sind. Was das angeht, so eine Liefermission dauert eigentlich nicht extrem lange. Und 8000 sind für den Anfang schon nicht schlecht. Besonders wenn man mit einem kleinen Startschiff unterwegs ist. So. Und den nächsten Punkt anspringen. Also es hat sich schon ein bisschen was geändert zu früher. In dem Sinne von, dass diese Punkte etwas leichter anzuspringen gehen. Den Stoff. Und dann mache ich mal das Übliche, was ich bei meinem Schiff immer gerne mache. Ich stelle meine Waffen alle auf eine Maustaste. Mein Testschutz. Wunderbar. Ich habe Fixwaffen am Schiff. Das heißt, dass ich keine Unterstützung beim Zielen in dem Sinne habe. Aber dafür eben halt ein bisschen stärkere Waffen. So, wir sind jetzt weit vom Ziel weg. 12, 13 Kilometer. Gerade schlecht zu erkennen. Ja, das waren 12. Haben wir es nicht mehr allzu weit. Schauen wir mal, wie wir gleich am besten landen können. Da sieht man schon die Positionslichter der Station. Dann nehmen wir schon mal ein bisschen Geschwindigkeit raus. Ich mache schon mal das Fahrwerk raus. So. Okay, da ist er. Schauen wir schon mal, ob wir einigermaßen gut frei sind. Ja, das dürfte mit etwas Glück passen. Nein, es ist. Einmal die falsche Taste erwischt. Oder nicht zu viel laufen. So. Einmal die Maschinen aus. Wir aufgemacht. Müssen wir dann jetzt mal aussteigen. Wir laufen jetzt also rein
holen unsere Pakete ab. Erste. Einmal lesen. Das dritte. So. Wir haben hier jetzt also drei Pakete stehen. Das ist das 96, 60 und 25. Und dann gucken wir jetzt mal. Auftrag rein. Pakete haben wir alle abgeholt. Das mit der 25, Celine. Ja. Steigen wir jetzt erstmal auf und dann. Schienen an. Weg wollen wir jetzt nicht. So, einmal die Klappe hinten schließen. Hier außen auch zu sein, wie man hier sehen kann. So, dann steigen wir mal hoch. Fahrwerk rein. So. Das Paket. Da ist eine Jacke wie hoch. Also das hier ist jetzt ein bisschen näher. So, gehen wir mal auf die Karte.
Jetzt einmal Killer. Erster Punkt. Zwei. Einmal spulen. Schon da. So, hier haben wir das Paket mit der Endnummer 96 abzufahren. Da wollen wir nicht ganz so schnell anfliegen. Mal aufschlagen wollen. Fahrwerk raus. Schauen wir uns das Ganze wieder an, kurz. Von wo wir am besten rein landen. Empfehlenswert dann mal wieder kurz umgucken, weil auf diesen Stangen, so eine wie da jetzt gerade vor uns ist, sollte man nicht so unbedingt landen. Dann langsam den Vogel absetzen. Einmal schon mal die Klappe öffnen. Schiene aus. So. Kit mit der Nummer 16. Das ist dann gleich das Gary. Wollen wir hier hinten hinstellen. Place drücken. Ups. Heran.
Ja. Es schwebt aber komisch herum. Probieren wir es nochmal. Base. Ach so. Dann brauchen wir nur noch auf den Punkt auf der Borte drücken. Und schon platzieren wir das Paket dort. Das ist ja nicht verkehrt. So, dann hätten wir damit das erste der drei Pakete geliefert. Rein in den Flieger. Hier bequem hinsetzen. Maschinen starten. Exterieur schließen. Na Klappe, was ist los? Will sie nicht. Wer weiß, warum sie nicht wollte. Keine Ahnung. Fahrwerk können wir dann auch schon mal. So, jetzt müssen wir einmal kurz die Karte für den nächsten Landepunkt hier haben. Da sind wir gerade. Der zweite. Leiser. Jo, jetzt. So. Bisschen an Höhe gewinnen. Dann anspringen, wenn wir uns cool. Dieser Auftragtyp hat so gesehen einen Lerneffekt beim Fliegen, was das Landen angeht, sich zu orientieren, eben am Endpunkt, um dort eine günstige Landeposition zu finden. Nicht, dass man, ich sag mal, einen Kilometer weit entfernt landet, weil es da schön eben ist oder so, und dann den ganzen Kilometer wieder zurücklaufen. Weil je weiter wir weg landen, umso mehr müssen wir laufen. Und das kostet einfach nur unnötig Zeit. Und jetzt wieder ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen. Wir sind ja schon fast da. Ich mache mal mit der Taste L. Das ist bei mir auf der Tastatur die L, das Licht an. So sehen wir ein bisschen mehr. So, und dann schauen wir mal, wo hier die Treppe ist. Da hinten.
und wieder kurz schauen, wie das Schiff steht. Dann kann man auch feststellen, hat man das Fahrwerk draußen oder nicht. So, hier sehen wir unter uns noch den Pfeiler und die Treppe direkt. Also müssen wir ein kleines Stück Seite. So, langt das schon. Einmal wieder die Klappe hinten auf. Dann sind wir gleich auch schon das zweite Paket los. Hier müssen wir jetzt das Paket, wird uns hier angezeigt, mit der 64 am Ende abliefern. So, 25, da ist die 60. Packen. Seite. Nein, da schon richtig. Jo. Das wäre dann das zweite gewesen. Zack. Flieger zurück. Wieder an. Das Exterieur schließen. Hoffe ich mal, dass es hinten zu ist. Ja. So, dann können wir abheben. Dann geht es jetzt von jeder, wo wir sind, Celine. So, einmal die Map. So, Punkt anwählen, Route gesetzt, zack. Sechs. Sprung nach Celine. Noch springen. Und dann haben wir es auch schon gleich geschafft. Wir werden unser Geld für die Mission bekommen. Wieder ein bisschen Speed, schneller runterzukommen.
So, da sieht man schon mal die Positionslichter am Leuchten. Pink. Doch hier wieder erst umgucken, wo die Treppe ins Gebäude geht, um einen günstigen Landeplatz zu finden. Hier scheint die Treppe hinten zu sein. Ja, da vorne kann sie. Fahrwerk aus. Und Fahrwerk. Praktisch. So, jetzt ist das Fahrwerk draußen. Runter mit dem Vogel. Klappe hinten auf. Und Maschine eben aus. Und gleich, nachdem wir dieses Päckchen dann abgeliefert haben, bekommen wir dann unser Lohn. Harry. Ist wieder jetzt. Drücken. Da. Mission geschafft. Und jetzt sind wir um 8000 IWC reicher. Nun, das war kein großer Aufwand. Ich sag mal, diese Art von Mission spielt man morgens mit dem ersten Kaffee zum Aufwachen, wenn man noch so, ja, ich sag mal, halb beduselt von der Nacht ist, schlaftrunken. Da dürfte auch hier nicht so wirklich viel schief gehen, weil es eine recht einfache Mission ist. Man ohne Kampf und ohne alles, da braucht man kein riesiges Schiff für. Eben wie gesagt, recht einfach erledigen kann. Ja, und jetzt haben wir für das Ganze auch schon insgesamt eine halbe Stunde gebraucht. Aber ganz gemütlich, ohne Stress, das Ganze erledigt. Ich hoffe, euch hat die Mission gefallen. Und wir werden uns die Tage dann wiedersehen mit der nächsten Mission. Was das angeht, habe ich vor, jeden Tag eine rauszugeben. Und sage in diesem Sinne mal, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns morgen wieder. Wenn nicht, dann lasst es sein. Also, bis denne dann. Tschüss.